Ich bin hier auf dem Campingplatz in Krems, ein kleiner, gemütlicher Campingplatz, nicht weit weg vom Ortszentrum, fußläufig in ein paar Minuten erreichbar. Ja, und den sehen wir uns einfach einmal ein bisschen an. Neben dem Platz ist noch ein kleiner Fahrradweg und dann kommt auch schon das Ufer der Donau. Hier sieht man die Einfahrt und hinten rechts das gelbe Haus, das ist die Rezeption. Am Eck des Platzes ist die Entsorgungsstation für die Chemietoiletten und gleich nebenan sind die Mülleimer. Dann gibt es noch hinter mir diese kleinen Containerhäuschen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das Mietapartments sind oder was auch immer. Aber sie sind durchnummeriert, also gehe ich davon aus, dass man sie auch mieten kann. Hier noch eine kleine Terrasse, wo man sich hinsetzen kann, im Sommer schön sonnengeschützt. Dann kommt die Rezeption und nebenan ist noch ein Kiosk, hier ebenfalls mit einer Sommerterrasse. So, hier noch ein kleiner Aufenthaltsraum, wenn mal schlecht Wetter ist. Eine Bar und einem kleinen Bücherregal. Außerdem gibt es hier eine E-Bike-Ladestation. Ja, und nebenan geht es zu den Sanitäranlagen. Hier die Sanitäranlagen. Waschbecken. Toiletten. Hier sind Spülbecken, außerdem eine Münzwaschmaschine und ein Münztrockner. Coole Sache, hier am Rand gibt es ein Kräuterbeet für die Campinggäste.